100 Jahre SC-Sektion Uzwil ist natürlich ein Meilenstein, ist ja klar. Der Hans-Rudi Wirth, er ist das Gesicht der Uzwiler Sektion. 25 Jahre war er zuletzt Präsident. Er kennt den Verein in- und auswendig und weiss natürlich auch, wie vor 100 Jahren alles angefangen hat. Ein paar Junge, die gerne zu Berg sind, haben das Gefühl gehabt, während der Zeit, wir würden in unserem Raum Uzwil, könnte man mit diesen Leuten auch eine Sektion machen. Man hat versucht, Bewilligung zu haben vom Zentralverband. Die haben das Gefühl gehabt, ja, aber Uzwil, also ich weiss nicht. Die wollen auch nicht lieber St. Gallen anschliessen oder in Toggenburg, dort gibt es das schon. Aber die haben gesagt, nein, wir wollen selber. Das Herzstück von Uzwiler ist seit jeher das Clubheim in der Alp Selamat. Hier trifft man sich und hat es gemütlich. Speziell dabei, auf Luxus wird hier verzichtet. Und das absolut gewollt. Das soll nach wie vor einfach möglichst einfach sein. Wir führen und wir kochen mit Holz. Und nicht elektrisch oder irgendwie. Es gibt keinen Boiler, es gibt kein warmes Wasser, sondern man muss alles aus dem Normalen machen. Oder? Und das hat seinen Reiz in dem Clubheim. Meilenstein hat es in der Vereinsgeschichte viel gegeben. Und einer davon ist dem Hans-Rudi Wirth besonders wichtig. Es war eine gesamtschweizerische Entscheidung. Der SRC hat lange die Frauen nicht aufgenommen. Die Männer wollten die Frauen nicht wollen, oder? Aber 1980 war man dann doch endlich so weit gewesen, die, man kann nicht anders sagen, die alten Knaller, oder, sind dann auch so weit gewesen. Und man hat dann an der Abgeordnetenversammlung hat man dann Frauen aufgenommen. Allein in den letzten 25 Jahren haben sich die Mitgliederzahlen innerhalb der Sektion Uzwil verdoppelt. Auf mittlerweile 600 Mitglieder. Das kann man nur machen, wenn man eine Leidenschaft hat für die Berge. Das ist sehr, finde ich, sehr wichtig. Das ist bei mir genau gleich. Die Leidenschaft ist immer noch da. Die Berge geben mir sehr viel, oder? Für das habe ich auch gelebt und lebe immer noch. Und ohne das wäre das nicht möglich, dass wir einen Betrieb mit eben über 600 Mitgliedern so führen können, wie er geführt wird. Auch das Jubiläumsfest sei ein grosser Lupf gewesen. 180 Mitglieder sind gekommen und alle haben mitgeholfen. Einmalig, sagt Hans-Rudi Wirth und schwärmt heute noch. Wenn man das Dessertbuffet sieht, das war ja sensationell gewesen. Man glaubt, es kommt heute noch Appetit über. Wenn ich nur daran denke.